Die vierte Woche der Herausforderung hat gestartet und es gibt viel zu tun. Einmal füge Gegnern Schaden mit Sturmgewehren zu, durchsuche Truhen bei Walling Woods, durchsuche 4 Munitionskisten in einem einzelnen Match, besuche in einem einzelnen Match das Zentrum verschiedener Augen der Stürmer und suche zwischen einer Sitzbank, einem Eiswagen und einem Hubschrauber, eliminiere Gegner mit Fallen und eliminiere Gegner bei Snowy Snows. Ja, ich zeige euch jetzt in einigen Videos, wie ihr diese Herausforderung alle meistert. Ich wünsche euch beim Zuschauen viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch und lasst einen Daumen nach oben da. Ich will nicht mehr lange schnacken, wir beginnen jetzt mit der ersten Herausforderung. Ich zeige euch, wie ihr das Zentrum verschiedener Augen des Stürmer findet. Am besten steigt ihr aus dem Bus aus und öffnet sofort euren Gleiter und wartet dann, bis die Zeit abgelaufen ist. Bis sich der erste Sturm zeigt. So, wir verschnellern hier das Ganze mal ganz kurz. So, und jetzt zeigt sich der erste Sturm. Natürlich ist diese Methode, die ich hier mache, ziemlich riskant, weil man keine Waffe hat. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wo die Mitte ist. Das wird, glaube ich, ungefähr hier so sein. Und dann könnt ihr direkt da auch runtergehen. So, hier wird das Ganze auch angezeigt, hier dieses Lilane, das ist genau die Mitte des Sturms. Hier gehen wir jetzt runter. Und dann wird das direkt von uns eingesammelt, zack. Und schon habt ihr einmal das Zentrum des Sturms erreicht. Natürlich müsst ihr euch dann schnell irgendwie Waffen und so suchen. Denn wir müssen auch verschiedene, das muss man dreimal machen, diese Aufgabe. Einmal haben wir jetzt schon